ASMR. Herzlich willkommen zum Kerzen-Podcast. Tommy Schmidt. Hi GQ, mein Name ist Tommy Schmidt und das sind meine 10 Essentials. Bärenmarke, 3% Fett. Ich bin wirklich eine Oma beim Kaffee, jetzt muss ich sagen. Ich trinke Filterkaffee mit Kondensmilch. Ich habe das irgendwann mal so kennengelernt, ich glaube durch meinen Vater, der trinkt sogar Kaffee mit Süßstoff noch, total ekelhaft. Und es passt ja eigentlich gar nicht so zu meiner Generation. Da gibt es ja Latteart und ich trinke mit Hafermilch und mit Mandelmilch und mit normaler Milch. Und ich stehe da immer, habt ihr so Kondensmilch? Und dann immer, nee, haben wir nicht. Und dann trinke ich oft schwarz auch und so. Aber zu Hause habe ich wirklich das und ich hau da so eine Flasche von weg in einer Woche, locker. Ich bin einfach so eine Kaffeekranz-Oma, wirklich. Also ich esse ja auch sonntags einmal, treffe mich mit Freunden zu Kuchen essen und so. Ich habe da immer diese Kondensmilch. Ich bin sehr alt in Wirklichkeit. Sehr, sehr alt. Ich bin ein großer Zeitungsfreak. Also das ist so ein Feelgood-Ding. Also stehen nicht immer Feelgood-Sachen drin aktuell, aber trotzdem ist es irgendwie so ein Feelgood-Ding für mich, eine Zeitung zu kaufen. Und das ist auch so ein Produkt. Selbst wenn ich es kaufe und nicht dazu komme, die zu lesen, habe ich kein schlechtes Gewissen, weil ich immer dann denke, habe ich irgendwie trotzdem was Gutes getan, weil es ja wichtig ist, dass das gibt. Es müssen auch gar nicht diese Zeitungen jetzt sein, aber ich bin einfach Fan davon. Auch dieser Begriff, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn jemand sagt, frische Zeitung. Das klingt irgendwie schön für mich. Ich bin sogar im Besitz von so einem Holzstab, den man hier dran macht, wenn man zu Hause so lesen kann. Gibt mir irgendwie so ein Gefühl von Entschleunigung. Ist auch tatsächlich, wir sind hier bei GQ, auch ein cooles It-Piece, finde ich. Wenn jemand eine Zeitung in der Hand hat, dann macht das was mit mir, muss ich sagen. Dieses Geräusch. Ich will doch nicht sagen, dass das nichts mit euch macht. Ja, Zeitung, ganz, ganz wichtiges Essential in meinem Alltag. Einmal die Woche mindestens. Und jetzt müssen bitte alle HNO-Ärzte und Ärztinnen weghören, weil mir wurde ganz oft gesagt, man soll das nicht benutzen. Aber ich bin süchtig. Ich bin süchtig nach Q-Tips. Das ist so der Wellness des kleinen Mannes. Morgens, wenn man irgendwie da vor dem Spiegel steht und dann so, oh Gott, ist das herrlich. Ja, da kann keine Lomi-Lomi- und Hotstone-Massage mithalten. Soll man eigentlich nicht machen, also keine Handlungsempfehlung. Aber für mich so, mal ein bisschen im Alltag zu entfliehen, zwischendurch, wenn ich Stress habe, so, dann gehe ich aufs Klo und schiebe Q-Tip im Körper. Auch ins Ohr, versprochen. Ohne verlasse ich das Haus nicht. Das ist keine Koketterie, kein Gelaber. Fisherman's Friend. Ich bin ein Riesenfan seit jeher. Mein Vater hatte das immer. Natürlich, welcher Vater nicht in seinem Federn, keine Jackenfeder, Anoraks, Anorecke, Anoraken. Was ist denn Plural von Anorak? Braucht man keinen Plural, weil man hat nur einen Anorak. Nur wenn man nur einen Tornister hat. Und im Anorak vom Vater ist er natürlich immer Fisherman's Friend gewesen. Habe ich nie verstanden, warum es die nie mit Verschluss gibt, weil wenn man die so aufmacht einmal, dann fallen die danach, wenn du deine Jacke hast, immer raus. Am Ende des Jahres denkst du, was ist das denn? Das sind so kleine Steine mit so Flusen drauf. Schmecken immer noch. Mmh, lecker. Und mein nächstes Essential ist etwas weird, würde ich einfach mal behaupten. Es ist eine Steckerleiste. Das ist sogar wirklich meine, die ich mitgebracht habe. Das sieht man da, dass sie unglaublich verstaubt ist. In meinem Koffer findet die immer ihren Platz. Warum, fragt ihr euch jetzt zurecht. Manchmal muss ich Sachen aus einem Hotelzimmer machen. Wenn ich den Podcast mache zum Beispiel. Manche Hotels sind auch einfach, haben schlechte Steckdosen. Das sind die Hotels, die man auch, wenn man im Bett liegt. Das funktioniert alles nicht. Drückst da, dann geht das Licht nicht aus. Drückst du da, dann geht nur das Licht an. Ich gehe erst immer in Hotels, ziehe erstmal alle Stecker aus allen Stehlampen und so raus. Und nehme immer diese Steckerleiste mit, damit ich einfach parallel Sachen aufladen kann, damit ich vielleicht mal das Handy auch, dass das vielleicht sogar ins Bett mitreicht und so. Das ist wirklich sehr verrückt. Ich habe die sogar schon im ICE benutzt und da haben viele Leute davon partizipiert, weil alle anderen Steckdosen waren kaputt. Eine ging, dann habe ich einfach gesagt, Leute, ich habe das hier mit. Dann haben alle Leute ihre iPhones daran aufgeladen. So, Deutsche Bahn, nimm das. Wir wehren uns nämlich langsam. Ganz, ganz wichtiges Essential in meinem Leben. Tabasco oder Tabascho, wie der Spanier sagt. Kommt auf alles drauf. Ich finde es der perfekte Geschmack. Es hat diese Essignote, die ganz geil ist, weil es nicht so alles übertüncht wie Jalapeno-Schärfe zum Beispiel. Wahrscheinlich schreiben jetzt hier gleich ganz viele scharf essende Grillfreaks, schieben den Weber-Grill beiseite und hacken hier was in die Kommentare und korrigieren mich zurecht. Weil ich habe auch keine Ahnung davon. Ich weiß nicht, wie viel Scoville heißt das, glaube ich, so ein Tabasco hat. Ich bin einfach nur Fan nur davon und esse auch sonst keine scharfen Soßen. Greife ich auch im Supermarkt immer zu. Weiß gar nicht, was das kostet. Wie so ein Raucher. Denen ist ja auch immer egal. Was kostet Kippen mittlerweile 10 Euro? Egal, ich brauche die ja. So ist es bei Tabasco auch. Ich habe keine Ahnung, was es kostet. Was kostet Tabasco? 3,99. 3,99? Wenn jetzt gesagt ist 8, würde ich auch glauben.
danach wird einfach gegriffen, weil ich es brauche. Steht immer links im Kühlschrank, in der Kühlschranktür, wo auch die Grillsoßen von 2011 noch stehen. Da steht immer Tabasco und erfreut sich großer Beliebtheit in meiner Küche und in meinem Herzen. Falls ihr bis jetzt dachtet, wow, der Typ ist aber ganz schön hip und flippig und kess und flott unterwegs, muss ich euch einen Strich durch die Rechnung machen, denn ich bin Besitzer eines solchen Telefons. Ich bin wirklich Besitzer eines klassischen Handys. Man sagt ja immer noch Handy, auch zu Smartphone, was ich immer ein bisschen komisch finde, wenn man das nur in Deutschland macht, übrigens, nur in Deutschland. Aber ich habe mir das irgendwann mal angeschafft, weil ich saß in einem Café und wollte lesen und habe mich immer wieder vom Smartphone ablenken lassen, habe die ganze Zeit immer aufs Smartphone geguckt und immer wieder und dachte so, Alter, ich habe das nicht mehr im Griff. Das ist wie eine Sucht. Und dann bin ich aus dem Café bezahlt, bin aus dem Café raus, in den Saturn gegangen und habe dieses Telefon gekauft, das nichts kann, außer telefonieren, SMS und Snake. Das ist wirklich sehr zu empfehlen, hat meine Bildschirmzeit drastisch reduziert, wirklich drastisch. Und das Geile ist, du musst auch noch so, wenn du dein Guthaben checkst, musst du so Sternchen 100 Raute als SMS schicken. Hier, guck, Sternchen 100 Raute anrufen, aktuelles Prepaid-Guthaben 1,47 Euro. Ich muss meine Rechnung mal wieder aufladen, stimmt. Gleich nochmal zu Aral gehen und da. Ich komme mir ein bisschen vor wie so ein Drogendealer, ehrlich gesagt. Ticker. Er ist wie Ticker, Ticker, Ticker Tommy bin ich nämlich. Schönes Geräusch. ASMR. Herzlich willkommen zum Kerzen-Podcast. Tommy Schmidt. Candles! Kerzen! Ich habe immer noch nichts gefunden, was das Licht, das Kerzen machen, in irgendeiner Form gleichkommt von Lampen ausgehend. Wüsste ich nicht. Das ist wirklich das schönste Licht, was es gibt, sind Kerzen. Großer Fan davon, von diesem Licht. Tatsächlich kommen manchmal nach Hause noch Kerzen an erstmal. Das fährt einen ja wirklich runter und ich bin null esoterischer Typ, durch und durch so Pragmat und so, aber das macht was mit mir in so einem Raum, wo nur so Kerzen sind. Man muss ja auch so durchlüften, sonst wird man müde und kriegt eine Kohlenmonoxidvergiftung und stirbt. Duftkerzen auch ein Thema? Duftkerzen? Nee. Ich bilde mir nämlich immer ein, davon Kopfschmerzen zu kriegen. Wahrscheinlich ist es auch so. Auch wahnsinnig teuer, ne? Da war so eine Kerze, die kostete irgendwie so 80 Euro. Da bleibe ich hier bei meinen 60 Cent Lidl, Digga. Outfit-technisch habe ich manchmal ein kleines Problem, weil ich meinen Stil immer noch nicht gefunden habe. Weil ich bin so ein Typ, ich stehe vorm Schrank und denke so, bin ich eher so der klassische Mensch oder eher sportlich? Und ich habe da noch nicht richtig was gefunden. Und was ich aber gefunden habe, sind meiner Meinung nach Schuhe, die dem so ein bisschen entsprechen. Ich bin ein großer Fan dieser Firma, Osven heißt die, ist aus Köln. Und die verbinden so ein bisschen beides, meiner Meinung nach. Also sportlich ist es jetzt nicht, aber es ist jetzt auch nicht zu drüber. Es ist nicht zu konservativ. Gerade diese Schuhe sind jetzt wieder top modern. Und die ziehe ich auch gerne an, weil du bist einfach irgendwie ganz gut gekleidet damit. Ich bin ein großer Fan dieser Treter, ist alles so, ich weiß nicht, ob es handmade ist, auf jeden Fall alles designed in Köln. Da wohne ich ja in dieser Stadt. Es werden natürlich Leute in den Kommentaren schreiben, oh Gott, was sind das für hässliche Dinger und so. Das ist ja das Schöne, Geschmäcker sind ja verschieden. Ich finde die irgendwie ganz cool. Ist doch schön, oder? Die Reaktion war so. Dann muss es dir gefallen am Ende. Am Ende muss es dir gefallen, Tommy. Schuhspanner, die finde ich schön. Den würde ich mitnehmen. Mein letztes Essential begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Es sind Fußballtrikots. Retro-Trikots nennt man es, glaube ich. Das ist jetzt nur eine kleine Auswahl. Ich habe ganz, ganz viele. Und mittlerweile ist es ja leider en vogue, Vintage-Trikots zu haben. Also irgendwie die ganzen Hollywood-Stars oder auch in Berlin in den Clubs und so. Da haben jetzt Fußballtrikots an. Und irgendwie ist dann ja auch cool, jetzt kann ich die auch mal häufiger tragen, ohne irgendwie wie ein kompletter Vollfreak zu wirken. Weil das war wirklich vor 5 Jahren, wenn ich im Fußballtrikot rumgelaufen bin, dachten die Leute, ich bin komplett Assi. Und jetzt kriegst du direkt ein Flat White in der Hand gedrückt, wenn du ein Retro Inter Mailand Trikot zum Beispiel anhast. Ich muss euch ein paar zeigen. Also, das sind so ein paar. Ich habe einfach mal reingegriffen, zu Hause in den Kleiderschrank. Sowas. Das ist so einfach toll. Henrik Larsson. Schweden, EM 2000, Auswärtstrikot. Das ist doch einfach, oder? Ist doch geil, oder? Das nickt mit dem Kameramann, nickt mit dem Kopf. Ich verstehe auch, warum das mittlerweile Fashion Pieces sind. Ronaldo, der echte, R9. Das sind so Trikots, auf die bin ich einfach sehr, 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 sehr stolz. Oder alte Gladbach-Trikots. Ich bin ja Gladbach-Fan. Ich bin großer Fan dieses Trikots, dieses Designs. So ein ähnliches hat Travis Scott letztens auch getragen in New York. Das ging dann ein bisschen viral. Kanye West hat sowas ähnliches auch gepostet mit dem Trikot. Das ist jetzt tatsächlich Fashion. Und ich bei dem Ding verstehe ich es sogar auch. Das sieht halt wirklich aus wie von Balenciaga. Das ist einfach ein schönes Trikot. Auch der Flock, oder? Das ist richtig geil. Sogar Matchworn.
Und Olli Kircht. Das sieht man hier noch leicht. Und Olli, es tut mir so leid, der hat mir das geschenkt. Und da stand mit Edding so drauf, für Tommy, bla bla bla. Das war mir dann peinlich, dann habe ich das weggemacht. Und dann hat er, irgendwann habe ich das dann gepostet und dann hat er geschrieben, sag doch einfach, dass du das nicht willst mit Edding und so. Das ist eine ganz unangenehme Situation. Aber einfach ein tolles Trikot. Oder hier so Juve, hier Quinta, so. Ist auch Matchworn. Hat der mal getragen, so. Hat mir zumindest der Verkäufer gesagt, ich glaube halt alles. Herrlich, oder? Mittlerweile kann ich nichts mehr sagen gegen Sammler, so Leute, die so Ü-Eier sammeln und sowas oder diese kleinen Schlumpffiguren, weil das sind irgendwie so meine Textilien-Schlumpffiguren. Ja, Kinder, ist das nicht jetzt so geil. So, ihr Lieben, das waren meine 10 Essentials. 10 an der Zahl, am Ende waren es die Fußballtrikots. Die nehme ich jetzt alle mit nach Hause. Macht's gut. Tschüss. Achso, und falls ihr die 10 Essentials der anderen Leute, die hier schon mitgemacht haben, angucken wollt, klickt mal hier oder hier oder hier oder vielleicht hier. Du. Da oben, oder da, oder da, wo auch immer. Egal. So. Jetzt aber. Tschüssi.